chaotische Viertelstunde zum Thema Domain Adaptation in neuronalen Netzen. Und die erste Frage, die ich mir gedacht habe, die wir vielleicht kurz behandeln wollten, ist, was ist denn überhaupt so ein neuronales Netz? Wer hat denn schon mal mit neuronalen Netzen gearbeitet? Okay. Und wer hat denn schon mal von neuronalen Netzen gehört? Das sind so ein paar mehr. Okay, wer hat noch gar keine Erfahrung mit neuronalen Netzen? Okay, dann kann ich das ja mal relativ kurz halten. Also, was ist so ein neuronales Netz? So ein neuronales Netz ist erstmal so ein Ding. Dem halten wir zum Beispiel so ein Bild vor und dann sagt es das, was es ist. Zum Beispiel, wir wollen so ein neuronales Netz halt dazu bringen, oder wir wollen es trainieren, es geht um Machine Learning, das heißt, wir wollen dieses neuronale Netz in irgendeiner Weise trainieren, dass es etwas kann, nämlich zum Beispiel, wenn ich mein Bild von einer Katze vorhalte, dann soll es mir sagen Katze, wenn ich mein Bild von einem Hund vorhalte, soll es sagen Hund, wenn ich mein Bild von mir vorhalte, soll es sagen Esel und so weiter. Das ist das, was wir tun wollen und also das soll am Ende rauskommen. Wie funktioniert das in so einem neuronalen Netz? Naja, was ist denn so ein neuronales Netz? Biologie und so, wir haben so Neuronen im Kopf und diese Neuronen bauen so ein chemisches Potenzial auf und wenn das eine bestimmte Schwelle überschreitet, dann feuern die und geben damit das Potenzial weiter an angeschlossene Neuronen und genau, und so propagiert sich sowas halt durch. Man hat sich kluge Leute gedacht, hey, der Mensch ist doch irgendwie so bei Bilderkennung voll super, lass uns das doch mal künstlich bauen. Und deswegen Artificial Neural Networks. Das sind so Dinge, wir haben hier so Units, das sind sowas wie Zellen und die sind halt verbunden mit allen Zellen dahinter. Das heißt, wir geben hier einen Input rein, zum Beispiel wir geben hier eine 1 rein und hier eine 0 rein und wenn wir irgendwie so ein Schwellpotenzial überschreiten, dann feuert dieses Neuron, gibt sozusagen sein Signal weiter an diese hier in der Mitte. Die bekommen dann eine Summe von Input quasi. Und wenn das wieder eine bestimmte Schwelle überschreitet, dann und so weiter und so fort. Okay, Point. Ja? Schmeißen die grünen Dinger unabhängig vom Input immer das gleiche raus? Also sagen die einfach, ja. Bam, schnell überschritten oder sagen die schnell? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was du baust. Üblicherweise feuern Neuronen tatsächlich reproduzierbar. Es gibt tatsächlich verschiedene Varianten. Du kannst sagen, entweder quasi hast du was Binäres, das ist quasi immer einen Output von 1 und einen Output von 0 hast. Es gibt auch Neuronen, bei denen du sozusagen einen Output hast, der in der Stärke abhängt vom Input wiederum. Aber künstlich. Das, was Google macht, ist ja auch, also das, was jetzt vor kurzem durch die sozialen Netzwerkfeeds ging mit dem träumenden neuronalen Netzwerk, da bearbeiten die ja dann auch tatsächlich mal den Input und geben ihn weiter. Genau, das ist quasi, da nehmen wir quasi den Input, der hier rausfällt und füttert den Folien rein. Aber prinzipiell ist so ein Neuron, so ein einziges Neuron ist tatsächlich reproduzierbar. Und wenn wir das Netzwerk nicht verändern, ist die Reaktion des Netzwerks tatsächlich auch reproduzierbar. So, nun wäre das irgendwie ein bisschen langweilig, wenn wir nur sagen, ja, hier feuern so Einsen- oder Nuller-Signale und irgendwie immer das Gleiche. Deswegen sagen wir, wir könnten diese Verbindungen hier auch gewichten. Das heißt zum Beispiel, dieses Neuron hier soll irgendwie eine stärkere Abhängigkeit auf dieses Neuron bekommen als auf dieses Neuron. Und das heißt, wir gewichten irgendwie diese Verbindung hier mit 2 und die hier dann nur mit zum Beispiel mit 1. Dann geht die Tür auf und dieses Neuron hat quasi die doppelte Auswirkung, das da oben. Und diese Gewichte auf diesen Verbindungen ist dann das, was wir tatsächlich beim Lernprozess dann modifizieren. So dass wir dann am Ende hier einen Output rausbekommen, der dann zum Beispiel 0 oder 1 sein kann, beispielsweise ist Katze, ist keine Katze. Und diese einzelnen Neurons können dann zum Beispiel unterschiedliche Dinge repräsentieren, zum Beispiel eins davon kann sagen, hat einen Kopf, hat Fell, ist essbar, leuchtet und hat 4 Beine. Und dann denkt sich sozusagen das Neuron hier hinten, ja okay, ist essbar, hat ein Gesicht, hat Fell, passt, leuchtet nicht und hat 4 Beine, ist eine Katze. Und das ist so der Gedanke dahinter. Neulich gesagt, jetzt müssen wir irgendwie diese Gewichte so ein bisschen modifizieren. Das machen wir über Gesundheit, eine Methode, die nennt sich Gradient Descent. Was wir da machen ist, wir füttern quasi den Input rein, ein Bild von einer Katze, und gucken mal, was uns das Netzwerk sagt. Und das machen wir irgendwie häufiger. Und das heißt, wir haben so einen gewissen Fehler. Und wir können auch mal sagen, wir nehmen uns die Gewichte, die unser Netzwerk hat, und wir nehmen uns den Fehler, den das Netzwerk macht, und plotten den mal. In diesem Fall ist das eine schöne Parabel, das ist nicht immer so schön. Und was wir jetzt machen mit Gradient Descent ist einfach, wir sagen, okay, bei einer bestimmten Gewichtkonfiguration hat unser Netzwerk einen bestimmten Fehler. Zum Beispiel, wir fangen hier an.
Man rechnet den Gradienten aus und der zeigt irgendwie diese Richtung. Das heißt, wir gehen einfach in Richtung des Gradienten. Und was dann passiert ist, wir landen irgendwann im Fehlerminimum. Das ist eben genau das, was wir haben wollen. Denn wenn unser Netzwerk den minimalen Fehler hat, dann klassifiziert es offensichtlich mit so, also so präzise wie möglich. Ja. Du hast jetzt hier die Fehlergröße von minus 20 bis 120 angegeben. Also ja. In dem Sinne, der Fehler ist nichts Absolutes, es ist halt einfach irgendein Wert, der... Ja. Okay, der könnte also auch, keine Ahnung, 5000 sein und da ja. Ist das Minimum und alles gut. Das ist irgend so eine Parabel, die wir eben daraus gedacht haben. Der Fehler kann... Nee, ich meine, klar, dass du das ausgedacht hast. Ich meine jetzt, in den tatsächlichen Systemen, im tatsächlichen Programm, ist der Fehler wirklich irgendwie eine Zahl, die, wo der ja. Kleinste Fehler die 0 ist, oder ist das halt... Nee, das, du hast halt so eine Error-Surface okay. Und du suchst halt einfach das Minimum auf dieser Oberfläche. Die ist dann auch mehrdimensional und multidimensional und überdimensional und was immer alles und kann beliebig eklig werden. Besonders eklig wird es übrigens, wenn man nicht nur ein Minimum hat. Hier, egal wo wir anfangen, wir landen immer in diesem Minimum. Hässlich wird es, wenn wir irgendwie hier nochmal so ein Minimum haben und wir haben ein lokales und globales Minimum. Und dann landet man nicht in dem lokalen Minimum, sondern landet man im globalen Minimum. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber das ist alles nichts, was ich jetzt thematisieren möchte. Wir machen also Gradient Descent, das heißt, wir gehen einfach immer den Gradienten runter und hoffen, dass wir dann im Minimum landen. Okay, so. Was kann man jetzt mit so einem neuronalen Netz machen? Ja, man kann damit zum Beispiel Bilder klassifizieren, das ist eine Anwendung, oder man kann damit auch Datenvorselektion betreiben. Was zum Beispiel am CERN gemacht wird, die nehmen halt Daten mit dem Teilchenbeschleuniger auf und dann deren Trigger-Software selektiert, benutzt dann so Machine Learning-Techniken und selektiert schon mal vor und selektiert das runter auf so ein paar Petabyte und dann gehen dann nochmal Leute hin und selektieren das dann nochmal nach auf so ein paar Terabyte. Auch mit solchen Algorithmen und dann gehen danach nochmal Leute hin und selektieren das runter auf so ein paar Gigabyte, die sie dann wirklich arbeiten. Das ist so eine sehr populäre Anwendung in der Teilchenphysik und natürlich Image Classification, in jedem Fall Gesichtserkennung, zum Beispiel Gesichtserkennung, geht auch in die Richtung. Genau, jetzt haben wir ein bisschen über neuronale Netze gesprochen und auch ein bisschen, wie man so neuronale Netze trainiert, nämlich wir halten den Dingen ein Bild vor, gucken, was rauskommt. Und stellen dann fest, ob wir irgendwie in eine bestimmte Richtung unserer Fehleroberfläche quasi besser werden können, wenn wir unsere Gewichte adjustieren. Es gibt noch eine andere Variante, wenn wir quasi sagen, ist richtig oder ist falsch, ist das sogenannte Supervised Learning, überwachtes Lernen. Es gibt dann auch noch unüberwachtes Lernen, das heißt, wir sagen dem Netzwerk nicht, irgendwas ist richtig oder irgendwas ist falsch, sondern wir sorgen dafür, dass das Netzwerk selbst bestimmte Features quasi rausfindet. Und dann schauen wir mal am Ende, was es wie klassifiziert hat. Und Domain Adaptation ist jetzt eine ganz praktische Sache, denn was wir natürlich brauchen, um so ein Netzwerk zu trainieren, sind im Fall von Supervised Learning, wir brauchen dann irgendwie so Daten, die mit dem, was rauskommen soll, gelabelt sind. Wir brauchen irgendwie Labeled Daten. Im Fall von Unsupervised Learning brauchen wir keine gelabelt Daten, aber glaubt hier jemand an Wunder? Okay, wir brauchen viel mehr Daten. Und beides kann unter Umständen halt nicht gegeben sein. Zum Beispiel, wenn wir, man stellt sich vor, wir haben Bilder von Katzen und wir haben die Katzen sind alle auf Rasen. Und dann lassen wir unser Netzwerk trainieren auf diesen Katzenbildern und dann halten wir ihm ein Bild von einer Katze vor, das jetzt irgendwie auf einer Motorhaube sitzt und plötzlich sagt es keine Katze. Was passiert ist, naja, das neuronale Netz hat irgendwie so den Rasen gelernt und gesagt, grün Katze. Und das ist halt irgendwie uncool, wenn unsere Katzen, auf denen wir am Ende klassifizieren wollen, nicht mehr auf Rasen sitzen. Und deswegen gibt es so Techniken, mit denen man genau dieses Problem angehen kann. Nämlich, was ist so eine Domain? Das sind jetzt keine Katzen, das sind Bürogeräte. Aber das sind so verschiedene Bild- oder verschiedene Domains, wie man das dann bezeichnet. Da haben wir einmal die Amazon-Domain, das sind Bilder von Amazon, wer hätte es gedacht. Dann haben wir hier so die Webcam-Domain, das sind Bilder, die mit einer Webcam gemacht wurden, hätte man sich nur dann auch denken können. Und DLSR sind Bilder, die gemacht worden sind in der professionellen Kamera. Wir sehen zum Beispiel, hier haben wir grundsätzlich weißen Hintergrund, alles ist super ausgeleuchtet. Hier haben wir noch so Sachen wie Tische oder so ein bisschen Papier oder was das ist daneben liegen. Die Ausleuchtung ist eigentlich immer noch relativ gut bei den professionellen Kameras. Bei Webcams ist irgendwie alles scheiße, wir haben Noise drauf und wir haben schlechte Bildqualität und so. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wir wollen irgendwie so eine Applikation schreiben, da machen wir unser Smartphone und Handy von irgendwas und fragen dann, wie viel kostet das denn online? Da haben wir quasi ein Bild aus der Webcam-Domain. Da soll unser Netzwerk quasi das klassifizieren und uns dann sagen, ja, hier such mal das passende Gerät aus. Aber wir haben halt irgendwie nicht so viele Bilder in der Webcam-Domain, aber wir haben irgendwie tonnenweise Amazon-Bilder.
Und deswegen wollen wir vielleicht irgendwie das hier zum Training benutzen und dann irgendwie das hier zu klassifizieren. Und das ist eben genau Domain Adaptation. Anderer Use Case ist Datenselektion. Wenn man zu CERN geht, die haben irgendwie Simulationsdaten. Da simulieren die ihre Teilchen-Trajektorien und es ist irgendwie tonnenweise an Datenzeug und die sind auch alle gelabelt, denn man weiß, was man da simuliert hat. Und dann hat man irgendwie die Daten, die wirklich aus dem Detektor rauskommen. Und die sind halt ungelabelt und unglaublich viele und die sehen vermutlich so ein bisschen anders aus, wie die Daten, die aus der Simulation gefallen sind. Das ist genau dasselbe Prinzip. Wir haben eine Domain, auf der wir Labels haben, die sogenannte Source Domain. Das sind die simulierten Bilder. Und wir haben die Target Domain, auf der wir eigentlich wirklich arbeiten wollen. Das sind dann die Bilder, die aus dem Detektor rausfallen. Genau, so. Also, wie macht denn so ein neuronales Netzwerk was? Also, wir haben eben gesehen, wir haben irgendwie so Input-Neuronen, so ein Layer in der Mitte und so ein Output-Neuron. Das kann man halt beliebig schachteln. Und wir schachteln uns hier zum Beispiel noch so ein Netzwerk hier zusammen und dann noch so dahinter. Und was wir hier sehen, ist das, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe. Man kann dieses Netzwerk so in zwei Teile teilen. Zum einen haben wir den grünen Teil, das ist der sogenannte Feature Extractor. Der ist also dazu gedacht, dass er sozusagen von dem, was wir reingeben, bestimmte Eigenschaften extrahiert und darstellt. Zum Beispiel bei einer Katze ist essbar, hat Fell und leuchtet. Die ersten beiden sind immer bejahen, die zweite, was man so mag. Und das mit dem Leuchten normalerweise nicht, oder ich will einen großen Abstand mit dieser Katze machen. Und das da hinten ist dann eben der Label Predictor, der nimmt sich diese Features und sagt dann, ah, okay, basierend auf diesen Features würde ich sagen, das ist eine Katze oder das ist ein Mensch. Was man jetzt macht ist, und jetzt sieht man hier diesen tollen Fall Backpropagation. Backpropagation ist einfach nur eine fancy Implementation von Gradient Descent, was wir eben besprochen haben. Und auf diese Weise kann man eben genau sein Netzwerk so trainieren, dass man sich halt hinten anguckt, was für ein Class-Label fällt raus, wenn ich welchen Input reinschaue. Das Problem ist, wir können jetzt natürlich hingehen und irgendwie nur auf unsere Source-Domain trainieren. Wir trainieren irgendwie nur auf den Amazon-Images oder wir trainieren nur auf den Simulationsdaten und dann wenden wir das irgendwie an auf die realen Daten oder wir wenden es halt an auf die Webcam-Images. Und dann erwarten wir, dass das vielleicht so mehr oder weniger funktioniert, aber eigentlich dann auch nicht ganz so recht, weil die ja schon so ein bisschen anders aussehen. Das heißt, eigentlich wollen wir was haben, eigentlich würden wir am liebsten auf unserer Target-Domain trainieren, aber da haben wir eigentlich genug Daten. Und was wir also jetzt machen können, ist, wir erinnern uns, also wir kommen erstmal so, ich weiß nicht, wir müssen da irgendwo drauf trainieren. Und ja, woran wir uns jetzt erinnern ist, wir alle haben schon mal präsentieren gelernt und das, wie man Folien nennt, das einzig Gute sind volle Folien. Und wir sehen, wir haben hier unten noch ein bisschen Platz. Also lass uns doch noch was reinstecken. Wir stecken einfach noch so ein bisschen was da rein. Wir stecken einfach noch so einen Label Predictor da rein. Aber was wir jetzt halt tun ist, wir klassifizieren hier jetzt nicht mehr das Label, also was ist auf dem Bild zu sehen, sondern wir klassifizieren die Domain, aus der das Bild kommt, was wir hier reinschicken. Und trainieren dann sozusagen, haben wir einmal das obere Netzwerk, das wir trainieren, und dann einmal haben wir das untere Netzwerk, das wir trainieren, und dieser Feature Extractor hängt dann dabei, und dann so eineinhalb Netzwerke sozusagen. Und jetzt würde man sich überlegen, okay, warum will ich ein Klassifizieren in Gesundheit? Warum will ich klassifizieren, aus welcher Domain eigentlich mein Ursprungsbild kommt? Denn eigentlich will ich das doch gar nicht wissen. Das ist ja irgendwie doof, wenn ich das klassifizieren kann. Also was ich eigentlich, in dem Moment, wo ich halt sehen kann, basierend auf diesen Features, die es hier gibt, wenn ich daran erkennen kann, aus welcher Domain mein Bild kommt, dann habe ich Features, die sich halt unterscheiden. Und dann bekomme ich unter Umständen das Problem, dass sich das neuronale Netzwerk eben auf Features versteift, die nicht in der Target-Domain zu finden sind. Zum Beispiel das Gras. Dann ist irgendwie Katze gleich grün. Und dann funktioniert es ja nicht, wenn die Katze auf Stein. Oder so. Und deswegen, eigentlich wollen wir ja, dass der Domain Classifier ja besonders schlecht funktioniert. Denn in dem Moment, wo der Domain Classifier besonders schlecht funktioniert, heißt das, dass der Teil des neuronalen Netzes hier anhand dieser Features, die es hier gibt, nicht mehr unterscheiden kann, ob das Ganze jetzt aus der Source Domain kommt oder aus der Target Domain. Und das Coole daran ist, in dem Moment, wo wir nicht mehr unterscheiden können, ob es Source Domain oder Target Domain war, können wir auch einfach unsere Source-Domain-Images benutzen oder unsere Source-Domain-Daten benutzen, das Netzwerk hier oben durchtrainieren bis zum geht nicht mehr und dann einfach rübergehen zu den Target-Daten, weil ja dieselben Features da rauskommen, dieselben Features extrahiert werden, funktioniert das ganze Klassifikationssystem dann trotzdem. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Wie man das dann löst, jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze, wie man dieses Problem löst, und das ist eben eine sehr elegante, wie ich finde. Dann, was sie einfach machen ist, wir haben eben gesagt, wir machen so Gradient Descent. Wir rennen in so ein Minimum von so einer
von unserer Fehleroberfläche rein. Und wenn wir jetzt wollen, dass der besonders schlecht ist, dann machen wir doch halt einfach statt Gradient Descent einfach Gradient Ascent und rennen einfach auf das Fehlermaximum drauf. Und das kann man halt relativ einfach machen, indem man einfach an dieser Stelle hier, also wir trainieren ganz normal, wir trainieren, dass der Fehler hier möglichst minimal ist, wir trainieren hier auch so, als würde der Fehler minimal werden, aber wir drehen einfach an dieser Stelle den Gradient um, wir multiplizieren ihn mit minus 1. Und damit geht der Gradient, der hat vorher, wenn wir es an die Parabel erinnern, abwärts gehen, plötzlich aufwärts. Und wir rennen eben für den Domain Classifier genau ins Maximum rein. Das heißt, wir haben sozusagen einen möglichst schlechten Domain Classifier und gleichzeitig einen möglichst guten Label Predictor. Und das ist tatsächlich das, wie man das auch macht. Und die Ergebnisse sind tatsächlich unglaublich geil. Wenn wir uns mal angucken, was das bedeutet, das sind hier jetzt die, das obere ist jeweils die Source Domain, auf der wir Label Images haben, das untere ist die Target Domain, auf der wir benutzen wollen. Und jeweils sind das blaue ist die Source Domain, das rote ist die Target Domain. Wenn wir jetzt mal angucken, wie das ganze System halt funktioniert, das ist ja sozusagen, wir nehmen uns die entsprechend angegebene Stelle, im oberen Fall ist das der letzte grüne Layer, Top Layer Catch Extractor. Und hier unten ist es der Last Hidden Layer of the Label Predictor, also der letzte blaue Layer. Wenn wir uns das mal angucken, sehen wir tatsächlich, wenn wir diesen Adaptionszweig nicht dazu schalten, dann können wir relativ gut unterscheiden, was davon ist Source Domain, was ist Target Domain, weil die doch relativ weit auseinander sind. Wenn wir diesen Domain Classifier Zweig dazu schalten, dann können wir es nicht mehr so gut, dann ist das irgendwie gut durchgemischt. Also könnte besser sein, insbesondere hier unten in der Mitte ist noch so ein bisschen viel rot, aber es ist doch irgendwie schon erstaunlich gut. Und wir sehen, dass wir hier eine sehr, sehr gute Durchmischung von beiden Domains haben. Und wenn man sich nochmal die Zahlen anguckt, habe ich jetzt keine Slide für, weil Zahlen und Folien sind immer doof. Aber auch die Zahlen sind tatsächlich ziemlich gut. Und laut deren Paper setzen die New State of the Art. Laut vertrauenswürdiger Quellen tun sie es auch tatsächlich. Wie gesagt, ich habe nicht so sehr den Überblick über das Machine Learning Feld, weil ich da noch nicht so viel gemacht habe, dass ich dir jetzt keine Garantie für abgeben kann. Aber die Zahlen, die sie benutzt haben, sind tatsächlich sehr gut. Und richtig. Und sie scheinen wirklich hier die besten Ergebnisse, was Domain Adaptation bekommen, was Domain Adaptation also kann, zu erreichen mit dieser Architektur. Genau. Das Schöne auch an dieser Architektur, es gibt da verschiedene Architekturen, die ist halt super einfach. Denn wenn ich einmal ein neuronales Netz habe, brauche ich im Prinzip nichts mehr. Ich muss so ein bisschen irgendwie das so bei 1,5 aufsplitten und dann so ein bisschen hier einfach so einen Gradient Reverse Layer einbauen. Das ist halt alles relativ trivial ist verglichen mit den anderen Alternativen, die es gibt. Es gibt also auch Sachen, da setzen Leute irgendwie die Source und die Target-Domain auf irgendwelche Grassmann-Mannigfaltigkeiten und führen dann irgendwelche Optimierungsfood durch und sind dann trotzdem auch schlechter als das hier. Insofern, das ist halt mehr so ein Engineering-Approach, weniger mathematisch und mehr so, wir coden mal was hin. Und es funktioniert halt erstaunlich gut. Und ich finde das irgendwie voll witzig. Genau, so viel zum Thema Domain-Adaptation. Gibt es Fragen? Ja. Die spannende Frage bei so neuronalen Netzen ist ja nicht immer nicht die Implementation, sondern die Frage, wie sieht dein neuronales Netz aus, also wie viele Layer hast du und wie verbindest du die und so. Sagen sie irgendwas dazu, wie sie das machen und warum? Ja, sie sagen etwas dazu, wie sie das machen. Also insbesondere das warum. Also du sagst, sobald man ein neuronales Netz hat, ist das ja gar nicht mehr schwierig, aber ein neuronales Netz haben ist einfach. Die Frage ist, also ja, die Architektur hinzuschreiben ist halt, soweit ich weiß, der schwierige Part und bisher eher so Magie. Ja, das ist auch immer noch so Magie. Also über Magie sind wir noch nicht raus. Ich kann mal eben nachschauen, was die für... wie viel muss das sein? Das ist ein bisschen. Sie haben, glaube ich, die Architektur... Ja, hier haben sie die Architekturen. Also das sind so die Architekturen, die sie für die verschiedenen Sachen gemacht haben. MNIST und SVN. Die oberen beiden sind die, für die ich eben Resultate gezeigt habe. Also wir machen irgendwie ein bisschen Convolutional, ein bisschen Max-Pooling in der Mitte und am Ende hier bei dem blauen und dem roten Zweig halt Fully Connected Units. Und ja, also es ist immer noch Magie und Bauchgefühl und keiner weiß so genau, warum Dinge funktionieren. Und dann drehst du immer diesen Parameter um 2% und deine Resultate werden um 30% besser. Ist halt insgesamt noch, man versteht nicht wirklich, was abgeht und das ist alles ein bisschen Bauchgefühl. Das ist da auch nicht besser.
deswegen ist es wirklich so, vieles von dem Kram ist halt wirklich, wir machen mal und dann schauen wir mal und sehen, wer es tut. Ja, ist ein bisschen unbefriedigend, aber ja, jetzt momentan State of Neural Networks. Jo. Die klassischen neuronalen Netze haben ja im Großen und Ganzen das Problem, dass du eigentlich nicht weißt, warum sie funktionieren. Ja. Kennst du da Ansätze, wie man quasi herausgibt, welche Classifier als Netz überhaupt relevant sind? Also, ja, es zum Beispiel eine Information hier an Random Forest gibt. Ja, es gibt Ansätze, wo Leute quasi hingehen und sich, wenn du so ein neuronales Netz hast, wenn du so ein neuronales Netz hast und die dann irgendwie hingehen und sagen und sich quasi und quasi den oder irgendwie, du hast irgendwie so einen Raum, aus dem du dein Bild nimmst und du hast so einen Raum, in dem du dein in dem du quasi, und jeder Layer transformiert halt sozusagen vom Ursprungsraum irgendwie in diesen Zielraum. Und was halt Leute zum Beispiel versucht haben, ist, dass du dir anguckst, wo lande ich hier, und dann zurückprojizieren in den Ursprungsraum. Und auf diese Weise siehst du halt, wenn du vom selben Punkt ausgehst und zurückprojizierst, wirst du halt sehen, dass dieser Input für das neuronale Netz anstelle bla halt gleich aussehen. Und darüber ist es eine Möglichkeit, wie man versucht rauszukriegen, ob man oder zu verstehen, wie so ein neuronales Netz funktioniert, was es macht. Man sieht dann zum Beispiel, dass ab einem bestimmten Punkt Farbinformationen verloren gehen oder ab einem bestimmten Punkt keine Forminformationen mehr da sind. Und darüber kann man so ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man wirklich versucht, das neuronale Netz quasi umzuziehen, dass man quasi versucht, es Stück für Stück zu rekonstruieren. Also was hier mit dem Approach gemacht wird, wir gehen ein Stück rein und mappen quasi wieder komplett nach Anfang. Und ein anderer Approach ist halt sozusagen durchzugehen und dann quasi Stück für Stück zu rekonstruieren. Das versucht halt auch rauszukriegen, was diese neuronalen Layer tun und warum sie es tun. Aber das ist tatsächlich noch nicht so weit gediegen, dass man jetzt sagen kann, ja, das so. Ja, ich glaube, also das war sehr interessant, aber ich glaube, das ging noch nicht in die richtige Richtung. Ach so, okay. Magst du deine Frage reformulieren? Also in dem Ansatz hast du ja quasi die Klassifikation nach Features. Ja, achso. Was ich für die Vorhersage brauche, ist ja letztendlich so ein Class. Ja. Aber die Features haben ja auch unterschiedlich viel Einfluss darauf. Das heißt, ich kann ja zum Beispiel ein Feature sagen oder haben, wo ich halt einfach sagen kann, wenn ich dieses Feature habe, habe ich irgendwie eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich auch in jener Klasse kann. Ja. Und da ging es um diese Zuordnung, weil wenn du diese Informationen wieder über Netz trainierst und durch Netz propagierst, ich denke, das kenne ich jetzt, ja, also kenne ich zumindest keinen Ansatz, mit der du rauskriegst, also wie viel Einfluss hat dieser Faktor? Das wirst du vermutlich darüber lösen, wenn wir jetzt irgendwie annehmen, dass jetzt dieses vereinfachte Netz mal annehmen und überlegen, dass hier am Anfang noch irgendwie so 3 Zillionen mehr leer sind, dann wirst du vielleicht sowas bekommen wie, jedes Neuron hier detektiert ein bestimmtes Feature. Und dann müsstest du über die Gewichte hier quasi regulieren, wie viel Einfluss dieses Feature dann auf quasi auf dein Endresultat hat. Das wäre so jetzt mein intuitiver Ansatz, wie ich das vermuten würde. Aber eventuell haben wir dazu noch eine Idee. Ich weiß auch nicht, wie sehr es das beantwortet, was du willst. Aber sowohl diese Deep-Learning-Geschichte, die jetzt kürzlich hochgekocht ist, ja, wo Google irgendwie. Ja, du hast bestimmt die Bilder gesehen, psychedelisch. Oh. Was man machen kann, ist, du kannst quasi Rauschen in dein Netz filtern, gucken, welches Label dein Netz sagt, das ist es am wahrscheinlichsten, und dann dein Rauschen quasi, also eine Optimierung machen, wie muss mein Rauschen aussehen, damit dieses Label so stark wie möglich wird. Und damit kannst du dir dann halt quasi angucken, was der optimale Input für dieses Label ist. Und dir auch angucken, welche Neuronen am stärksten durch diesen Input quasi aktiviert werden. Und so kannst du bis zu einem gewissen Grad quasi versuchen, eine Annäherung zu haben an, warum dieses Neuronal sich so entscheidet, wenn sie Dinge sieht. Diese Deep Dreams-Geschichte war halt ist so, da hat Google das mal implementiert für vortrainierte neuronale Netze
und dann quasi gesagt, wir werfen da Bilder rein und dann versucht das neuronale Netz irgendwas zu erkennen und egal was es denkt, dass es das erkennt, wir verschärfen das und stärken wir können und dann kriegst du super psychedelische Bilder raus. Um genau Wissen zu erhalten, über wie man sowas macht, aber so richtig gelöst ist das Problem noch nicht. Also das sind so Ansätze, die du machen kannst. Du kannst halt angucken, was sind optimale Inputs für welche Neuronen und darüber Schlüsse darauf ziehen, quasi was du reinfütterst und wie dann die Entscheidung getroffen wird. Also da gibt es zum Beispiel so Bilder wie von der Felslandschaft und dann fängt das neuronale Netz an, irgendwelche Gebäude in diese Felslandschaft rein zu konstruieren. Ist irgendwie ganz witzig. Oder baut Leute auf die Wiese oder sowas. Aber das ist in der Biologie, nimmt man halt genau aus den Gründen halt häufig Random Forests. Weil mit dir halt die Informationen letztendlich liefern. Mhm. Du hast da so eine Art Impact Factor für den Classifier. Biologisch ist halt diese Fragestellung genau relevant, wenn du eine Vorhersage machst, zum Beispiel auf der Gensequenz. Du gibst die Informationen also aus dem Netz bzw. dem Forest raus, dass immer wenn sich Stelle 47 von A nach G ändert, kriegst du halt Krankheit oder nicht. Ja. Mhm. Dann hast du halt eine Stelle, wo du auch die Lokale ansetzen kannst, um da wieder Wissen rauszugehen. Ja. Okay. Das ist halt ein Feature, das in den Neuronalen das noch fehlt. Das ist von einigen Anwendungsfällen wäre es halt cooler, Neuronales tatsächlich zu nutzen. Ja. Du hast aber quasi den Rückgang nicht. Das ist tatsächlich massiv Forschungsfeld im Moment. Da arbeiten, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele daran arbeiten, weil ich keine Ahnung von dem Feld habe, so sehr, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Leute, die auf dem Feld arbeiten. Das ist auf jeden Fall eine gute Information, das ist doch sehr. Ja. Ich kann da mal nachschauen, ob ich die Paper-Zusammenarbeitung finde. Jo, weitere Fragen? Wenn nicht, dann würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit und noch einen angenehmen Treff.